Wenn ich an die Beschäftigten denke, in den Großbetrieben meiner Heimat, in den großen Werftbetrieben oder in der Seeschifffahrt oder in der Hochseefischerei, dann sieht man das Zusammenbrechen von Zukunftsträumen. Nicht jeder kann dann verstehen, warum geht mein Betrieb jetzt kaputt und versteht das nicht mit der Abrechnung, dass mit dem harten Geld andere Konditionen bestehen als damals mit der weichen Ostmark. Und sie sind enttäuscht und traurig, dass ein so reiches Land wie Westdeutschland dann das nicht schafft, also sofort gleiche Lebensverhältnisse im Osten zu schaffen. Und da habe ich Mitgefühl, dass ich kann einen Menschen verstehen, der sein ganzes Leben gearbeitet hat und plötzlich wird ihm das kann ich verstehen. Nicht verstehen kann ich den ideologischen Vorbehalt, als wäre es eine westliche Ranküne, dass nun die Verhältnisse immer noch nicht so sind, dass die Löhne immer noch nicht angeglichen sind, als wäre das eine Überheblichkeitsstrategie des Westens. Und ich kann dann nur sagen, meine lieben Landsleute, wenn der Westen nicht bei uns gewesen, wenn wir uns nicht wiedervereinigt hätten und wir hätten uns aus eigener Kraft, aus dem Schuldensumpf, der existierte in der DDR, rausarbeiten müssten mit unseren Betrieben, wie sie nun einmal waren. Wie lange hätte das gedauert? Was für Löhne und was für Renten hätten wir denn zahlen können als unabhängige DDR? Und diese Gedanken machen sich die Gekränkten nicht, sondern die vergleichen sich dann mit dem Westen. Ja, warum habe ich weniger als der in Köln, wenn ich in Frankfurt Oder bin? Und das ist menschlich verständlich, aber bei einer politischen Beurteilung und mit einem Sinn für die ökonomischen Sachverhalte musst du einfach an der Realität bleiben und sagen, Leute, aufwachen, die Realitäten bewerten und dann werdet ihr schon sehen, dass ihr keinen Grund zum Beleidigtsein habt.